Herzlich willkommen in Mona, Utah, auf der Farm Whispering Springs von Young Living. Du hast gerade in einem Schwenk den berühmten Berg Nebo und danach die Idaho Blaufichte gesehen. Und mein Name ist Aditya Novotny, der Gründer vom Team Enjoy. Ich lade dich ein auf einen kleinen Rundgang durch Gary Youngs persönlichen Kräutergarten. Wir haben hier als erstes die Damaszenerrose, die ursprünglich aus China ist. Eine aromatische Pflanze, die nach wie vor ihresgleichen sucht. Und die Damaszenerrose, die wir im Young Living Ölfläschchen haben, kommt aus dem Tal der Könige in Bulgarien. Dann haben wir hier eine Reihe von Küchenkräutern, die uns sehr gut bekannt sind, dem Rosmarin. Dem Thymian, ein kleines Kraut, was aber sehr intensiv ist. Hier sehen wir gerade in Blüte. Der Pfefferminze, Minta piperita. Dem Oregano, Origanum vulgare. Und dieses Kraut ist natürlich allen Pizzaliebhabern sehr gut bekannt. In Amerika gibt es im Moment ein Mischöl, welches nur für kurze Zeit erhältlich ist. Dieses heißt Tastes of Italy, Geschmäcker Italiens. Da sind tatsächlich vier verschiedene Arten von Oregano drinnen und Basilikum. Und dieses Öl ist zum Kochen zur italienischen Küche von Gary Young geschaffen worden. Clary Sage, Muscatella Salbe, hinten sehen wir eine schon in Blüte stehend mit diesen blass rosa violetten Blüten. Salvia Sclarea, Muscatella Salbe, ist im Sclarescens drinnen, im Lady Sclareol drinnen und das bezieht sich eben auf diesen lateinischen Namen Sclarea, eine sehr wichtige Pflanze für Frauen. Für Herzensgefühle ist die Geranie eine hervorragende Pflanze, eine Pelargonienart, die viele Menschen auf ihrem Balkon haben, ohne zu wissen, dass es sich um eine hochkarätige, aromatische Pflanze handelt, die speziell für den emotionalen Bereich von Bedeutung ist. Spearmint, Menta spicata, die grüne Minze. Und wir sind noch nicht fertig mit den Küchenkräutern. Parsley, das ist die Petersilie. Auch die Petersilie ist ein aromatisches Kraut. Und der Schnittlauch, Chives auf Englisch genannt, der gerade in voller Blüte steht. Hier sind wir jetzt beim Basilikum. Knapp davor aufzublühen. Fenchel. Nicht zu verwechseln mit dem Dill. Die Blätter sind ganz ähnlich mit dem Dillkraut. Hier haben wir das Dillkraut. In dem Moment, wo du das zerreibst zwischen den Fingern, wirst du aber den aromatischen Unterschied, den geschmacklichen Unterschied sehr leicht feststellen können. Hier ist die römische Kamille, die wir vom Kamillentee her kennen. Und eine Seltenheit in Europa und Amerika, die Wolfsbeere, Lythium barbarum.
Wenn diese Blüten verblüht sind, wir sehen hier ein paar Schmetterlinge, die die bestäuben, dann wird es hier kleine rote Wolfsbeeren geben, die natürlich nicht dieselbe Qualität haben wie die Ningxia-Wolfsbeeren, weil die wachsen auf einem Boden, der vom sedimentreichsten Fluss der Welt bewässert wird, vom Gelben Fluss in China. Trotzdem, Gary hat es sich nicht nehmen lassen, hier persönlich auch die Wolfsbeere anzubauen. Hier hinten gibt es Stallungen für Pferde. Es sind hier wunderschöne Pferde und es wird hier auch regelmäßig die Pferde-Raindrop gemacht von hervorragenden Raindrop-Technik-Verabreichenden. Gary hat natürlich einen Faible für den Wilden Westen. Hier ist auch ein kleines Wildwestdorf, wo es dann so gestellte Schießereien und Überfälle gibt. Also er ist wirklich ein Kind des amerikanischen Westens. Das zweitkostbarste Öl, welches es bei Young Living gibt, die Zitronenmelisse, die auch sofort, wenn man dran reibt, merkt man den zitronenartigen Geschmack, wächst auch in Mitteleuropa, sogar in den Harburger Bergen im Süden Hamburgs, kann man auch einen hervorragenden Tee damit machen. Und Melisse ist natürlich von den Klosterschwestern über Jahrhunderte verwendet worden, aufgrund der vielfältigen Wirkungen. Hier haben wir eine weitere Basilikumart, süßes Basilikum, so wie es in Indien vorkommt. Das ist die berühmte Tulsi-Pflanze. Tulsi ist die Pflanze des Sri Krishna und hat im Ayurveda eine göttliche Bedeutung, eine sehr spirituelle Bedeutung. Die süße Basilikumpflanze, die wir von Young Living kennen, wird in Ecuador auf der Farm angebaut. Dann haben wir hier das Johanniskraut. Auch eine Pflanze, die schon im alten Griechenland bekannt war, verwendet wurde. Es wurden ihm sogar magische Fähigkeiten nachgesagt und die Fähigkeit, negative Einflüsse, schwarze Einflüsse zu bannen. Dann kommen wir zu einem Favoriten. Das ist der wilde Rheinfarn. Der wilde Rheinfarn riecht genau gleich wie der blaue Rheinfarn, aber man erkennt daran, dass man keine blauen Finger bekommt, wie beim Walohröl, dass es sich nicht um den Blue Tansy handelt, den Tanacetum annuum. Das ist hier Tanacetum vulgare. Und das ist eines der wichtigsten Öle für Young Living, weil das sehr rar ist. Ist im Wallo enthalten, im Peace und Calming enthalten. Und wir haben da leider immer wieder zu wenig davon, weil diese Öle so populär sind. Deshalb hat Gary Young jetzt 2015 in Marokko eine Farm gekauft. Denn der blaue Rheinfarn, der in Marokko wächst und übrigens dort fälschlich auch blaue marokkanische Kamille genannt wird, hat die beste Qualität, einfach weil die klimatischen Bedingungen hervorragend sind. Das ist eine Pflanze, da könnte ich jetzt stehen bleiben und nur noch daran riechen, einfach weil es so wunderbar ist. Dann sind wir hier beim echten Lavendel. Daran erkennbar, dass er maximal 50 cm hoch wird und dass er nur einstämmig wird, ein Stängel. Nicht so dreieckige Verzweigungen und 70 bis 100 cm hoch. Das wäre nämlich der Hybrid-Lavendel, das wäre das Lavandin, was höher an Kampferinhaltsstoffen ist, aber weniger an den originalen Lavendel-Inhaltsstoffen. Lavendula angustifolia. Wir haben jetzt im Moment Mitte Juni, ist noch nicht reif zur Ernte.
Dann haben wir Savory, das Bergbohnenkraut, ursprünglich aus dem Mittelmeer. Den regulären Salbei, Salvia officinalis, eine hervorragende Pflanze natürlich auch als Kraut für die Küche, für die mediterrane Küche. Und Yarrow, die Schafgarbe. Und Yarrow ist im Mister enthalten, ist für Männer eine sehr, sehr wichtige aromatische Pflanze. Ich lade dich ein, selbst hierher zu kommen, nach Whispering Springs. Da hinten sieht man einen See, es sind auch hier einzelne Wasserquellen, hier sind dann auch Seen angelegt worden. Und das ist eine wunderschöne Landschaft, die wir hier vorfinden, die Gary Young kultiviert hat. Einerseits natürlich, es sind überall ringsum Felder, wo die ganzen aromatischen Pflanzen kultiviert werden. Aber es ist hier auch ein wunderschönes Besucherzentrum, wo du viel Wissenswertes aus dem Bereich der ätherischen Öle und aus dem Bereich der Pflanzen lernen kannst. Ich wünsche dir alles Gute auf deiner Reise mit den Kräften der Natur. Mein Name ist Aditya Novotny vom Team Enjoy, live aus Mona, Utah, auf der Young Living Farm, Whispering Springs.